Hallo und guten Tag, liebe Patientinnen und Patienten und liebe Gäste der YouTube Curtius-Kanalseite. Heute wollen wir Ihnen mal einen Blick in unsere Küche präsentieren. Und Diana Schönborn, die Leitung der Küche, hat heute eine vegetarische Spaghetti Bolognese vorbereitet. Das riecht schon ganz lecker hier. Ich gehe da jetzt mal ein bisschen näher ran und erklärst du vielleicht mal die Zutaten. Was kommt denn da alles Leckeres rein? So, erstmal begrüße ich Sie alle recht herzlich in unserer Curtius Klinikküche. Und wir machen es ganz einfach und ganz schnell, damit Sie auch wissen, dass Sie es zu Hause ganz locker nachkochen können. Ich habe hier einmal Knoblauchöl. Ganz einfach. Sie können frischen Knoblauch nehmen, Sie können getrockneten oder gefriert Knoblauch nehmen und das bisschen in Öl einlegen. Das geht natürlich relativ schnell. Und dann kommen einfach die Zutaten dazu. Frische Zucchini, natürlich sehr fein geschnitten. Frische Karotten. Oh, es riecht jetzt schon so gut hier. Das muss natürlich schnell gehen. Frische Zwiebeln. Und immer dran denken, ein bisschen fein schneiden. Zu Hause haben Sie mit Sicherheit eine Küchenmaschine, wo das auch schnell geht. So, ganz wichtig ist bei der Bolognese natürlich auch frische Tomaten. So, das Ganze einfach nur anschwitzen. Wie Sie sehen können, ist das ja wirklich sehr fein geschnitten und braucht natürlich nicht lange. Das muss ja auch nicht durchgekocht werden bis zum geht nicht mehr, sondern wir wollen es ja frisch und knackig haben. Dazu habe ich mir schon mal zeitgleich Spaghetti gekocht. Die habe ich hier schon hingestellt. So, das Gemüse ist schön angeschwitzt. Jetzt habe ich mir hier eine Mischung gemacht aus Salz, Pfeffer, Sesam, hell und dunkel und ein bisschen Paprika, Thymian, Basilikum. Das tue ich dazu. Ein bisschen Salz und Pfeffer ist natürlich auch dabei. Und das reicht auch vollkommen aus. Die Nudeln hast du ganz normal in Salzwasser gekocht. Ganz normal in Salzwasser. Und dieses Ammärchen mit ganz viel Öl da noch mit rein, damit sie nicht zusammenkleben, das ist Quatsch, weil wenn ihr das einmal unter Wasser abspült heiß und dann sofort serviert, beziehungsweise unter die Bolognese unterheben würdet, dann verklebt da gar nichts. Ich wage mal einen Blick in die Pfanne. Jetzt habe ich hier einmal frische pürierte Tomaten, die gebe ich jetzt einfach mit dazu. Das Gericht, was ich jetzt koche, ja, wer großen Hunger hat, verzehrt das natürlich alleine. Ansonsten ist das für zwei Personen gedacht. Mengenangaben hast du jetzt nicht so. Also, ihr könnt davon ausgehen, wenn ihr ca. 300 bis 400 Gramm Gemüse habt, zusammen mit den geschälten Tomaten, reicht das vollkommen aus. Spaghetti, würde ich schon sagen, gekochte Menge, sollte man schon 100 Gramm bis 150 nehmen. Pro Kopf. Aber das ist dann schon, genau, das ist dann schon wirklich eine appetitliche Menge. So, im Prinzip war es das auch schon. Jetzt kommt noch so ein bisschen diese vegetarische Note mehr rein. Ich habe hier ganz fein geschnittenen Sellerie. Sellerie hat ja immer so einen Eigengeschmack. Der eine mag das, der andere nicht. Den tue ich ganz zum Schluss nur dazu, hebe ihn unter. Wichtig ist natürlich, wie gesagt, entweder raspelt man das Gemüse oder man schneidet es in feine Würfel und hebt das nur unter, lässt das kurz mit durchziehen und das war es dann auch schon. So, ich stelle mal einmal kurz den Herd ab. Ja. Dadurch, dass die Variante ja vegetarisch ist und manch einer braucht noch so ein bisschen den Schmackes, andere machen sich noch ein bisschen Hühnchen dazu. Wir machen einfach eingelegten Knoblauch-Halloumi. Das ist so eine Art Grillkäse. Den machen wir mit dazu und heben den noch mit unter. Den haben wir natürlich einen Tag vorher schon eingelegt. So, dann kommen einfach nur die Spaghetti auf den Teller. Versuch macht klug, sage ich nur. Da habe ich ihn. So, einfach die Spaghetti drauf. Ich mache jetzt einfach mal eine kleine Schautellerportion für Sie.
können das Ganze natürlich ein bisschen sich noch mit Brühe verdünnen, aber das muss echt nicht sein, weil wenn Sie das nachher vermengen, dann ist der ganze Spaß sowieso geschmackvoll. So, wer möchte, einfach ein bisschen Balsamico, dann habe ich hier einfach Rucola, Sprossen und ein bisschen Kresse, klein geschnitten und fertig ist die Laube. Das ist das vegetarische Gericht, unsere vegetarische Bolognese. Einfach, schnell und lecker. Wenn wir jetzt mal auf die Uhr gucken, ich glaube, das hat keine 3 Minuten gedauert. Das hat fast 6 Minuten gedauert, okay. Aber ist natürlich trotzdem sehr alles schnell. Klar. Okay, vielen Dank, wir wünschen guten Appetit.